Ei Gude und herzlich willkommen zurück auf der St. Kalle mit der Averia. Und dem Scholli. Hallo. Hallo. Ich widme mich heute etwas der Feldarbeit. Das Motor starten, ja. Wäre eine Möglichkeit. Kann man mal machen, ja. Muss man nicht. Und ihr seht, Isa hat einen wunderschönen Frontlader an ihrem Traktor dran. Die begibt sich zu den Schafen. Ja, erstmal kaufe ich mir eine Palettengabel. Und dann holen wir die Wolle von den Schafen mal. Und dann überlegen wir uns erstmal, wo wir die hinpacken. Du hast ja schon gute Ideen. Habe ich das? Ja. Naja, mal gucken. Die Rampe hoch. Nein! Da packen wir, wenn denn, Stroh oder sowas hin. Weiß noch nicht, ob das in den Kle also in die große Halle mache, wo der Drescher drin ist. Damit die Wolle wirklich trocken steht. Oder da gegenüber ist doch dieser kleine, wo wir da eben gerade ausgeparkt haben. Da ist doch so ein kleiner Unterstand für die, die uns nicht haben ausparken sehen. Da könnte man ja auch den einen oder anderen Ballen erstmal parken. Ist zwar nicht ganz wettergeschützt, aber naja, wir stehen nicht so ganz unüberdacht rum, ne? Reicht ja, wenn ein Dach drüber ist und Luft zwischendrin rankommt. Unser Wasserfass steht hier auch. Ja, das wartet auf schöner Wetter. So. Die Frage ist, wenn wir jetzt hier 46, na gut, 44.000er noch haben, ob wir etwas Kredit zurückbezahlen wollen. Dann hätten wir weniger Zinsen. Das ist richtig, aber nein. Wer weiß, was wir noch alles kaufen wollen jetzt, ja. Nix mehr. Was? Das sehe ich anders. In der heutigen Folge nichts mehr. Das ist. Sagen wir es mal so. Aktuell ist das Unkraut wieder weg dann nach dem Sehen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie lange das wegbleibt. Wahrscheinlich nicht so lange. Nee. Ach, jetzt hätte ich doch vorher abbiegen. Na egal. Fahren wir einen längeren Weg zu den Schafen. Auch schön. Genieß doch mal die Map. Ja, man fährt immer so die Wege vermehrt, auch wenn sie unnötig sind, die man kennt. Damit man nicht ständig auf der Karte gucken muss, wo fahre ich denn jetzt lang? Aber das Oder kommt noch. du machst so wie ich, guckst einfach nicht auf die Karte und wunderst dich dann, wo du bist. Ja, Ist auch eine Möglichkeit. das geht auch. Das ist ganz einfach. Aber wir haben viel zu fruchtbaren Boden hier. Wenn ich mal hier das Unkraut angucke. Eine richtige Plage. Das Unkraut oder der fruchtbare Boden? Jetzt bringst du mich ein bisschen in Verlegenheit. Also das Grüne, das hier auf unserem Acker wächst, das ist Beikräuter, Entschuldigung. Darf ja nicht mehr Unkraut sagen. Ja, ich weiß schon, dass das Unkraut ist, aber ich wollte jetzt wissen, es war eigentlich eine ironische Frage. Ach so. Was die Plage ist. Das hörte sich schon fast so an, als wenn der fruchtbare Boden eine Plage wäre. Nee, das ist gut, der fruchtbare Boden.
Muss das Unkraut als Gründüngung betrachten? Dein Optimismus möchte ich gerne haben hier. Ja, was denn? Sagen doch immer die ganzen Garten-YouTuber, ne? Du sollst das denn, was weiß ich, dein abgeschnittenes Unkraut und so weiter und so fort, ohne Wurzeln natürlich, wieder auf deine Beete packen als Mulch. Und dann ist das ja automatisch auch eine Düngung, ne? Wenn sich das zersetzt. Also wenn wir Raps oder so angebaut haben, dann können wir uns Mulcher kaufen, dann können wir auch Mulch auf den Acker ausbringen. Aber wenn ich mir so unseren Kontostand angucke, haben wir andere Prioritäten. Na, du weißt ja, wie ich es meint. Ja. Gott sei Dank sind wir kein Garten-YouTube. Nur was nicht ist, kann ja noch werden, wa? Das stimmt auch wieder. Eigentlich wollte ich ja noch sagen, wenn du sowieso am Händler bist, hast du ja den Big Bag mitbringen können. Nee, ich bin ja denn zur Wolle gefahren. Keine Zeit. Keine Zeit, ja. Ich auch nicht. Na, jetzt ist ja die Frage, in welches Abteil stellen wir es denn rein? Ich würde sagen, in die linke. Das am Geschütz. Oder da, wo du dein Ober oder was auch. Ah, das hier nehmen wir. Jetzt weiß ich auch, wo du meinst. Dank dem Hinweis mit dem Grupper. Du weißt, ich brauche da immer etwas länger. Alles gut. So, haben wir schon mal eine Palette am Hof. Jetzt ja nur noch drei. Aber nützt ja alles nichts. Hi. Moin. Und fast Mittag hier. Ja. Du hast doch das Spätaufsteherprojekt. Das Frühaufsteherprojekt. Also bei mir ist Frühstückszeit und bei dir Mittagszeit. Nee, bei mir ist gerade zweites Frühstück. Wenn man ja früh aufsteht, heißt das ja nicht, dass man ja um 5 Uhr gleich erstmal abbildet. Gut, nett. Ich kann das. Nee, ich kann das. Uhrzeit ist egal, Essen geht immer. Das sieht man ja auch an meiner Figur. Ich achte Ja, auf heute meine Figur. schönes Wetter, genau. Nein, wir haben keine über 30 Grad. Weißt du doch nicht. September kann da schon durchaus noch mal passieren, ne? Das fehlt hier noch. Temperaturanzeige. Das stimmt. Genau hier, das Saatgut reicht ja gar nicht für den einen Acker. Da war ja was. Aber ich krieg einen Drehwurm hier. Also du bist schon lange nicht mehr hier vorbeigefahren. Sag mal, kein Ich will Frühstück mehr. dich jetzt nicht unter Druck setzen, Schatz. Och. Bin da tiefenentspannt. Ich weiß. Du musst mich ja auch schon ein paar Jahre ertragen. Jo. Das mache ich sehr gern. Darüber bin ich auch froh. So, aber apropos, wollten wir heute nicht ein Testprojekt abschließen?
Ja, ich wollte gerade die Bahn abschließen. Ach so. Bin gerade auf den letzten 5 Metern. Muss noch die Seemaschine irgendwo parken, ohne dass es im Weg steht. Und dann gehen wir ans Testprojekt ran. Mal wieder eine Düngemission machen. Nein. Kommt ja nicht in Frage. Nee. Ist aber schön hingestellt. Uns Milchfass auch. War ja das Türenproblem in der letzten Folge. War ja kein Problem, das war ja nur eine Herausforderung. Ajo. Fahren Sie vorbei, junge Dame. Dankeschön. Was einen wunderschönen Frontlader dran, muss ich Ja, sagen. ne? Ja. Ich habe ja gedacht, man kann farblich durchaus auch mal mutig sein. Solange du nicht umlackierst, bin ich da ganz froh drum. So, dann laden wir doch mal. Nee, das mal. Hätte mir ja auch gerne einen eigenen geholt, aber die sind echt teuer, ne? Ja, und so oft brauchen wir den ja nicht. Ich meine, wenn wir irgendwann mal hier noch Taler für sowas über haben, dann schon. Aber erstmal muss das so gehen. So, jetzt erleuchte mich mal. Ölmühle ist 1 Euro mehr, gibt's da. Aber der Preis ist am Fallen und beim Bauernhof ist er am Steigen. Ja, du wolltest verkaufen. Keine Ahnung. Ölmühle ist gleich um eine Ecke. Bauernhof ist ein bisschen über die Map. Bis ich beim Bauernhof bin, ist es doch bestimmt wieder gestiegen. Wo ist denn überhaupt der Ganz Bauernhof? unten. Ah, an den Schafen vorbei, und dann komme ich direkt drauf zu. Jetzt muss ich schon auch wissen, wie ich zu den Schafen komme. Mehr. Das ist doch einfach. Folge mich unauffällig. Oh nein. Ach doch, der. Dankeschön, Dankeschön. Bitte schön, gern geschehen. Du doch nicht. Ach so, ich dachte ich. Nee, du hast nicht erwartet. Sie meinen schönen New Holland quälen. Ich nehme natürlich auch wieder den besten Weg hier. Hier eigentlich zu den Schafen rein. Irgendwann, die Map ist doch nicht so groß. Zwischen Feld 4 und also bei der 3 musste rein. Ja. Eigentlich sollte doch jetzt hier ein Weg kommen. Vor den Leitplanken. Der arme Traktor. Ach, du bist gerade bei den Schafen. Dann sehen wir uns gleich. Wird aber bei der letzten Palette erwarten. Ich will die Palette, die sich gerade aufbaut, nicht bewegen. Das glaube ich dir. The Rapsman is coming. So, alle Frau ist da. Hi. Oh, schon lange nicht mehr Grüße. gesehen.
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir über 22.000 kriegen. Ich auch. Wir haben ja noch etwas. Oho, hui. Der kleine Traktor fliegt. Du musst nicht so rasen. Rast doch nicht. Das ist der schwere Anhänger. Aber ich habe nicht allen Raps draufgekriegt. Nur macht ja nicht. So, ja. Gebt mal euren Tipp ab. Reicht das nicht? Ja. Ich sag auch ja. Was 22.000 habe, oh Gott, haben wir ausgegeben, ne? Ja, guck, 24.000, aber ganze 2.000 bis jetzt Gewinn gemacht. Gerade sagen, Bisschen ist er noch. was drin im Lager? Ich habe gedacht, ich krieg alles mit. Können wir anders zurückfahren. Aber 2000 Euro allein jetzt schon mal gewinnen. Also hat sich schon gelohnt. Das ist doch gut. Aber dann soll es das für heute auch wieder gewesen sein. Und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und einen wunderschönen Tag. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Entschuldigung. Ich wollte gerade Bitte mit der sagen, Wolle. voll konzentriert auf die Wolle. Macht's gut, Tschüss. tschüss.